Vor dem Oberlandesgericht Koblenz beginnt am Mittwoch der Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der Gruppe Vereinte Patrioten. Die Gruppe soll einen Umsturz in Deutschland samt der Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplant haben. Den vier Männern im Alter von 44 bis 56 Jahren sowie einer 75-jährigen Frau wird vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein und ein hochverräterisches Unternehmen gegen den Bund vorbereitet zu haben. Das Quintett war im Laufe des vergangenen Jahres festgenommen worden. Die Gruppe, die Ermittler dem Reichsbürgermilieu zuordnen, soll der Anklage zufolge einen dreistufigen Plan ausgearbeitet haben. Zunächst sollte durch Sprengstoffanschläge ein mindestens zweiwöchiger Stromausfall herbeigeführt werden. Anschließend sollte Lauterbach gewaltsam entführt werden. In den dann angeblich ausgelösten bürgerkriegsähnlichen Zuständen sollen die Angeklagten eine Versammlung in Berlin geplant haben, um die Regierung abzusetzen und neue Führungspersonen zu bestimmen.